So, die Geschichte war folgendermaßen. Da war ich etwa 18 oder 19, ich weiß es nicht mehr genau. Es war in Nürnberg. Ich bin aus der Disco heimgelaufen zum Zug, weil ich damals allein unterwegs war. Und damals war es das so, ich habe mir da keine Gedanken gemacht. Ich war halt ganz normal als Metal angezogen, Nietenarmband und so weiter, schwarz, wie immer halt. Lauf da so meinen Weg auf den rechten Gehweg. Da steht vor mir eine Frau und so weiter. Ich habe so aufs Handy geschaut, schaue wieder nach oben, lauf trotzdem weiter. Dann bin ich hier, wollte ich hier ausweichen, habe das dann nicht gesehen, weil ich wieder aufs Handy schaue und bin versehentlich mit ihr zusammengestoßen, weil sie absichtlich einen Schritt nach hinten gemacht hat. So, drei Leute auf der anderen Straßenseite, drei Jungs, sind damals dann rübergekommen, haben gemeint, was da los ist und so weiter. Also ich erzähle jetzt mal die kurze Variante. Im Prinzip ist es dann darauf hinausgelaufen, dass die mir dann, dass die dann auf mich losgegangen sind. Ich habe mich dann verteidigt mit Kampfsport. Und im Prinzip ist es dann darauf hinausgelaufen, dass einer von denen auch ein Messer gezogen hat Oh und la la. ich dem dann das Messer aus der Hand geschlagen habe. Mit einem Und dann Fußkick? auch. Oder? Also Ich wie? kann da nicht genau sagen, was passiert ist, weil ab einem bestimmten Punkt habe ich dann einen roten Faden drin, dann sehe ich nicht mehr und höre nicht mehr, dann mache ich einfach. Und dann wurde von der Frau im Nachhinein erzählt oder so das geschildert, dass die mir, dass ich mich halt rumgedreht hätte und dabei so eine Art Roundhouse-Kick verwendet habe und dann dem das Messer aus der Hand geschlagen habe.